Das Salzburg-Forum hat getagt. Um genauer zu sein, war es die Ministerkonferenz des Salzburg-Forums. Dieses Forum, das gibt es schon seit 2006 und abgesehen von den Innenministern, die hier heute auch gesprochen haben, aus Österreich, Slowenien und Bulgarien, gibt es im Salzburg-Forum noch andere Länder natürlich, die teilnehmen, unter anderem Ungarn, Polen, Kroatien, die Slowakei, Rumänien und Tschechien. Und so wie man heute gehört hat, könnte sich unter Umständen auch noch Italien anschließen. Worum ist es gegangen? In erster Linie um Migration, Asyl, aber da eben vor allem um die illegale Migration mit Hilfe von Schleppern. Und da haben alle einmal über ihre Zahlen gesprochen. In Österreich sind die rapide nach unten gegangen. Wir sind jetzt im Bereich von etwa 300 in der Grenzregion im Burgenland, die ganz genau auch im Rahmen des Projekts Fox überwacht wird, wo ja die österreichische und die ungarische Polizei miteinander kooperieren. Ähnliche Kooperationen gibt es inzwischen auch in Slowenien. Da ist auch angedacht, mit den Polizeibehörden in Italien zusammenzuarbeiten. Frontex ist natürlich da auch ganz stark am Start. Ganz spannend am heutigen Treffen war auch noch, dass Österreich praktisch den Vorsitz übernommen hat von Slowenien und ihn jetzt aktuell an Bulgarien weitergibt. In Bulgarien, in Sofia, ist dann übrigens auch am 11. bis zum 13. die nächste Konferenz des Salzburg-Forums. Aber Innenminister Kahner hat noch über andere Themen gesprochen. Es ging nicht ausschließlich um Migration, sondern man möchte auch bei anderen Themen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel bei digitaler Kriminalität. Da geht es nicht nur um Betrug im Internet, sondern natürlich auch um Hacker, die Infrastruktur angreifen und last but not least um teilweise auch staatliche oder halbstaatliche Stellen eben aus anderen Ländern, die Fake News verbreiten. Auch da will man miteinander kooperieren und ganz stark gegen die Kriminalität arbeiten.